herzlich willkommen zurück in der Welt von Hot Wheels. Gemeinsam mit Deko werden wir heute wieder ordentlich Spaß haben und weitere Community-erstellte Custom-Maps spielen. Digga, was geht bei dir aus? Beyblade aus der Bande, Reis und herzlichen Bonchallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Es geht wieder dicke Hot Wheels-Action. Okay, Marvin. Ich habe, by the way, jetzt hier, ich habe den Namen vergessen. Das ist der Riprod 2012 übrigens. Ich fahre den Riprod. Da habe ich gerade freigeschaltet mit Hot Wheels Geschichtsrennen. Und er geht schon ganz schnell ab. Er ist ein schönes Kraftpaket und auch ein Prachtpaket. Und ich bin mal gespannt, wie wir uns gleich damit in Rennen schlagen werden. Guck mal, da komme ich doch auch gleich hier mal ran. Geiles Ding. Ja, es geht nach wie vor. Das sieht auch aus, den Geschichtsrennen. Ja, das sieht gut aus, ne? Es geht nach wie vor darum, irgendwas. Ordentlich Punkte zu sammeln, damit wir endlich mal aufsteigen in die neuen Ligen. S1, S2, X. Es soll nämlich auch noch eine richtig geile Karre geben, die massiv schnell ist und die easy zu kontrollieren ist. Geht das? Scheinbar schon, da müssen wir aber erstmal hinkommen. Und wir starten natürlich gleich mit den legendären Customs von den Communities, von den Muchachos. Allerdings haben wir jetzt nochmal die Schwierigkeit on the top plus 1 gemacht. Wie heißt die Schwierigkeit jetzt? Mega Pro-mäßig? Ihr seid zu krass, um diese Driver-Tare zu schlagen, Level? Ja, ne? Also, ne, also wir fahren jetzt eine krassere Driver-Tare. Ich übersetze nochmal, was Eko gerade gesagt hat. Wir erhöhen jetzt den Schwierigkeitsgrad von überdurchschnittlich auf sehr erfahren. Sehr erfahren, genau. Um noch ein paar extra Punkte zu sammeln und zu schauen, ob wir vielleicht irgendwas dazugelernt haben. Let's go. Ja, das erste Mal sehr erfahren. Ich bin auch sehr erfahren in manchen anderen Dingen. Da wollen wir mal, Deko. Okay, let's go. Oh mein Gott, jetzt bin ich echt angespannt. Das erste Mal, dass die... Ich bin irgendwie vorbei. Lass mich durch, ihr miesen Lutscher. Dass die KI jetzt auch was drauf hat. Deko, wir müssen also ordentlich zusammenspielen hier, ne? Ja! Oh, ich rutsche aber richtig. Ja, ist ja auch eine Wasserrutsche hier. Ist das sogar Rutsche im Namen drinne? Wie kannst du so viel Grip haben? Digga, einfach Bone Shaker, Bruder. Alter, hallo! Wie du da am Rand langballerst, ey. Das sieht aber gar nicht so kacke aus. Ich bin aber auch einmal kurz angehängt. Ja doch, ich glaube, ich fühle mich gerade ganz gut. Oh, hinter mir ist alles voll. Fahr einfach ordentlich nach vorne. Wir schaffen das. Ich ballern. Hier geht's einen Boost. Tschu! Papa kommt auf. Und es ist wohl nicht der Bayer Bone Shaker, Dicke, sondern der Bacher. Bacher. Wir machen plötzlich Spanisch, also, hallo. Wir könnten auch sagen, der Bana Bone Shaker, oder nicht? Ach, nee, das wäre auf keiner Sprache richtig, oder? Also, ich weiß nicht, wo das J plötzlich ein N ist. In meiner Sprache vielleicht? Eigene Sprache, ja. Also, ne, du sagst ja auch Mallorca, obwohl es ein Doppel-L ist. Ja, siehst du? Dann kann ich ja wohl zu einem J auch N sagen. Aber das ist ja auch Spanisch. Okay. Ja, ich hatte ja nur Französisch. Aber nur mit deinem Biologielehrer, ne? Das muss man auch nochmal sagen. Digga, wie krass nach vorne kommst du eigentlich? Ja, also ich sag mal so, ich dachte, ich habe irgendwelche Schwierigkeiten mit den neuen Driver-Taren, aber ich bin einfach zu gut, ey. Oder es liegt einfach an deiner Karre, ich weiß es nicht. Ja, aber der Bone Shaker ist ja jetzt eigentlich auch nichts Spezielles und wir sind alle auf A800 getuned, also. Der Bone Shaker, der ist aber schon eine geile Möhre, muss man einfach mal sagen. Aber ja, die ziehen wir gerade ab, was ist da los? Ich wäre aber gut geworden. Trotzdem sehr viel lieber meinen Riprod gefahren. Ja, das glaube ich. Muss ich übrigens ja ehrlich mal hier zugesagen, ne? Hört sich schon an wie Stromberg. Was? Zwei Runden sogar schon wieder? Heide Witzka. Dann versuche ich dich in der zweiten noch zu holen, aber du bist so weit vorne, das ist unglaublich, ey. Alter! Ich bin so fast unterwegs, Alter. Ey, das ist richtig krank, ey. Ich bin jetzt in der zweiten. Okay, mal das gucken, ist wirklich heftig. Wie lange Marvin braucht, um in die zweite zu kommen? Sag mal Bescheid dann. Ja, 3, 2, 1 und jetzt!
Okay. Also dauert ein bisschen. Und du bist Zweiter, ne? Vorne, ja. Ich bin Zweiter, ja. Okay, und die sind auch arschweit hinten, die Leute. Hier, was ich aber gerade noch sagen wollte, die Mutachos wollen schon wieder, ja, nachdem sie so erfolgreiche Rennfahrer hier sehen, wollen uns schon wieder scheitern sehen mit Lenkrad. Wir haben gesagt, so jede Folge so ein bisschen Lenkrad wäre auch ganz cool. Also wenn, dann gibt es auf jeden Fall wieder Special-Folgen, wo wir dann höchstwahrscheinlich ausschließlich Lenkrad fahren werden. Kann natürlich sein, dass wir das ganz schnell wieder an die Seite stellen, wenn es richtig chaotisch wird. Meine ehrliche Einschätzung, wenn wir mit dem Lenkrad fahren, werden wir nicht ins Ziel kommen. Muss auf jeden Fall ein Allradauto sein. Dann kriegen wir es vielleicht hin. Ja, aber du kannst ja alles auf Allrad tun, wenn du Bock hast. Ja, wenn du Bock hast, ne, dann kannst du einen Korn abholen. Daher komme ich auch zu dem Kommentar. Ich glaube, das war ein Xer, also wirklich die krasseste Stufe. Der meinte, dass er noch nie so ein schnelles Auto gefahren ist, was null ausbricht. Ne? Und wenn wir damit, habe ich auch direkt zurückgeschrieben, so, okay, dann fahren wir das mit Lenkrad. Weil genau sowas brauchen wir. Was heißt einfach? Eigentlich leicht zu fahrende Autos mit dem Lenkrad. Weil alles, was so ein bisschen trickiger ist, Muchachos, ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, mit Lenkrad zu fahren. Das ist todeskrank. Mit Controller ist es so easy, aber Lenkrad ist eine ganz andere Welt. Aber wir haben ja auch damals immer schon die Vergleiche gemacht. Ne? Wir haben euch ja gezeigt, wie wir fahren, dass wir immer Letzter werden, wenn wir mit dem Lenkrad fahren. Klassiker. Und immer Erster werden, wenn wir mit dem Controller fahren. Also es ist halt schon eine etwas andere Hausnummer. Ja. Digga, aber ich hätte mal Alter, wieder Bock, der Bone Shaker, was zum Fick, ey. Ich gehe ab wie so ein Zäpfchen. Ey, du bist so weit vorne. Aber wie viel km/h fährst du so die ganze Zeit? Ich fahre ja so 230, würde ich sagen. Hast du eine andere Höchstgeschwindigkeit vielleicht? Nee, ich bin sogar langsamer eigentlich. Jetzt bin ich bei 240. Fahre die ganze Zeit so 180. Was? Okay, du warst aber gerade in so einer engen Kurvengegend hier. Es ist gerade ein bisschen enger. Warte mal, hier habe ich wieder ein bisschen Platz. Das kann doch nicht sein, dass du so viel krasser bist. Da wurde ich gerade kurz geboostet. Also meine Höchstgeschwindigkeit ist 280. Okay, da komme ich nicht annähernd hin. Aber da komme ich auch nicht hin. Okay. Nach dem Boost war ich gerade so schnell, aber ich glaube, ansonsten komme ich so auf 230 oder sowas. Und ich bin im Ziel! Rennmöbel! Alter, komme ich überhaupt noch ins Ziel? Das ist jetzt die Frage. Weil ich hab nur 23 Sekunden. Schauen wir mal. Ach, fängt der an zu zählen, sobald der Erste im Ziel ist? Ja. Oh. Vielleicht hätte ich vorher mal warten sollen. 12, aber ich komme auch rein, aber BÄM! Digga, da bist du ja durchgeschäft. 10 Sekunden. Mehr sogar, 15 waren das. Aber geil! Haben wir ordentlich Punkte sammeln können? Ich hätte aber nicht gedacht, dass das so locker möglich wird. Gegen die sehr erfahrenen Driver-Tare. Das mit dem Bacher Bone Shaker. Kann natürlich auch sein, dass das ein Troll ist und das heißt wirklich Bayer. Sagen wir einfach Bayer auf Deutsch und Bacher auf Spanisch. Oh, ich hab den Wheel Spin und ich bekomme. Ich glaube, das Schlechteste, was geht, 2000 Credits. Ich habe 20.000. Da bin ich mit zufrieden. Wir wurden ja auch gefragt, warum wir so krass unterwegs sind, warum wir so viele Wheelspins haben. Die haben wir alle geschenkt bekommen. Also entweder vom Forza-Team oder irgendwelche Muchachos haben uns was zugeschickt. Ich baller auch nochmal einen normalen Wheelspin rein. Nee, vom Forza-Team. Also es ist so, Muchachos, wenn ihr die Limited Edition von Forza habt, die... Oh! Oh. Also ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich glaube, es ist nichts Legendary-mäßiges, aber ich mache dir hier mal ein Foto. Hallo. Ja, er macht so richtig Lärm, Alter. Sich mal ein Legendary bekommen. Aber eine Forza Edition. Forza Edition ist immer lecker. Geschwindigkeitsfähigkeiten Boost. 1998er AMG CLK GTR Mercedes-Benz. Alter. Ja, schick da jetzt Foto, Junge. Ich will sehen, wie schade. Ja, hast du schon. Jetzt habe ich was. Geil, oder? Oh, Alter. Ja, Digga! Warte, jetzt will ich auch nochmal meinen Wheelspin machen hier. Nein. Okay, am Ende der Folge nochmal. Wo? Achso, wenn ihr die Forza Limited Edition bekommen habt, oder gekauft habt, dann bekommt ihr, wöchentlich oder in welchen Abständen jedenfalls, bekommt ihr von Forza Wheelspins geschenkt. Und da wir einfach schon ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr oder sowas nicht mehr in Forza drin waren, haben wir halt alle unsere gesammelten Wheelspins. Hallo. Gerade am Start. Deswegen haben wir so viele Wheelspins. Also wir haben hier Hindernisparcours, große Sprünge, dann haben wir einen Warride Obstacle Kurs. Digga, also da gehen wir gleich sowas von rein. Dann haben wir hier von Shovel noch eine Warride Inspiration, da können wir ja später rein. Dann haben wir noch
Nochmal ein Obstacle Warrior, da können wir auch leider erst später reingehen. Und nochmal ein High-Parcours mit Herausforderungen und Sprünge. Aber ich würde sagen, als erstes, den World Obstacle, den sparen wir uns nochmal auf. Gehen wir mal in den Loser Jump Parcours rein. Das kann auch nochmal sehr interessant werden. Also, das wird jetzt mit die erste wirkliche Custom Map. Wir haben ja letztens auch schon eine Map gezockt. Und da war es dann so, dass Custom Map, ja, eigentlich auch heißt, man nimmt irgendeine Strecke und da ist der Startpunkt und da ist Endpunkt von der normalen Map und das ist jetzt schon die Custom Map. Bam, fertig, aus. Hallo! Und jetzt geht's richtig aus. Ja! Okay, kicken wir mal, ne? 440 km/h, wer ist er? Ich kenne ihn nicht. Ich sehe die Strecke auch nicht. Ich fahre 345. Oh fuck! Oh fuck! Was? Was? Ich komm da gar nicht mehr! Mein Auto ist zu langsam! Ich fahr unten weiter! Mama! Du hast nicht geschafft, oder was? Nee, ich komm da nicht hoch! Nein, nein! Ja, nein! Was? Alter, ich hab den nächsten Sprung auch gerade eben so geschafft und ich bin genau auf der Höhe angekommen! Alter, was ist das denn jetzt hier? Hat alles funktioniert? Okay, da braucht man echt kranke Karren dafür. Ey, geil, geil. Alter, warte. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Alter, Was? Oh, die Strecke ist weg. Oh. Nein, ich lande. Okay, ich bin auch weg. Ne, du kannst doch zurück. Y. Okay. Oh, jetzt bin ich aber auch drauf. Da war ein Checkpoint. Nice. Okay, geil. Ich will gerne noch ein bisschen weiter zurückspulen, dass ich wieder hier oben bin. Ja, vielleicht noch ein minimales Stückchen. Aber ey, wie schnell warst du gerade bitte? 450 oder so. Okay, bei mir war Max 330, glaube ich, mehr ging nicht. Aber du hast ja den Setter. Den Setter kannst du ja theoretisch auch auftunen auf X. Ja, dann mache ich das noch. So, jetzt kommt hier noch ein... Oh, fuck. Noch ein Looping und jetzt kommt noch ein Jump. Da ist das Ziel. Die Frage ist, ob ich den schaffe. Der sieht fast nicht so aus. Nein, verkackt. Echt? Ja. Ich spule nochmal ein bisschen zurück. Ich bin auch ein bisschen angeeckt, also ich spule jetzt auch mal ordentlich zurück und versuche dann hier smooth durchzukommen. Irgendwie in den Loopings verhackt es mich immer so ein bisschen. Oh ja, erfolgreich gegen das Schlingern angekämpft, Fullspeed durchgefahren und... Los! Ja! Diesmal kommen wir locker an und ballern! Okay, dann muss ich meinen Wagen nochmal pimpen. Ziel bin ich jetzt angekommen? Hallo? Jetzt bin ich angekommen. Ich muss mal zurückfahren. GG. Okay, aber... Highflyer-Möwe am Start. Okay, Deko. Wir haben jetzt noch den Warride Obstacle. Ne? Wir haben aber noch einen anderen Parcours. Den fahren wir mit einem Jeep. Dann haben wir noch so einen Loser-Level-Mexiko-Parcours. Ich denke mal, da fahren wir einfach durch die Einöde. Können wir also auch nehmen. Haben wir noch drei Rennen, die wir fahren können eigentlich. Ja, also ich will unbedingt den... Wallride natürlich, ein Obstacle Wallride natürlich. Ja. Yeah. Da würde ich sagen. Da habe ich richtig Bock drauf. Machen wir das Ding jetzt mal und beim nächsten Mal zocken wir noch die anderen Maps. Die haben wir noch ordentlich. Aber wie gesagt, wir haben ordentlich weitere Maps noch, die wir zocken können. Deswegen Herzen geht raus an alle Map-Erbauer dort draußen. Einer hat schon gesagt, die zocken eben noch ein, zwei Folgen, weil man da keine Koralle und keine krassen Wallwechsel machen kann. Ist eben ein Rennspiel. Aber. Ich finde, das, was wir gerade gesehen haben, wenn man sowas noch ein bisschen eleganter und schmuffer macht, ne, das sind ja hier die ersten Maps, die zusammengeschmiedet worden sind, da kann man da schon was Geiles. Wir wissen ja nicht, ob es irgendwie eine Begrenzung gibt an Bauteilen oder irgendwie sowas. Aber wenn man sowas noch ein bisschen länger macht auch, was ist denn hier los? Ich glaube, wir sind hier falsch. Klassischer GTA-Verarscher? Ich weiß es nicht. Nee, doch nicht. Da ist der Warrant auf jeden Fall, kann das sein? Da drin? Ach, ist der... Okay. Was geht hier ab, ey? Was geht hier ab? Ah, Marvin, hier ist die Auffahrt. Okay, dann wollen wir mal. Bin ich noch was? Wie geil ist das denn? Wer hat hier gesagt, es gibt kein Warride? Wer hat hier gesagt, es gibt kein Warride? Digga, die Auffahrt sieht schon richtig geil aus. Das hat aber nicht funktioniert leider bei mir, da muss ich irgendwie geiler rüberspringen. Okay, der Sprung hat bei mir auch nicht geklappt, leider. Da brauchst du ein bisschen mehr Speed und musst, glaube ich, ein bisschen nach links springen. Ja, wieder daneben gesprungen. Okay, mich hat's jetzt rüber teleportiert. Komm drauf! Drauf! Oh, shit!
Ja, aber warum wurde ich teleportiert? Ich wollte gar nicht teleportiert werden. Ich wurde einfach teleportiert auf einmal. Ja, weil du das eh nicht hast mit deinem Skill. Hallo. Ja! Digga, der Typ, die letzte Map nicht beendet hat, ne? Er labert mich zu. Fuck! Vorbeigejumpt! Ah, okay, shit! Aber, jetzt einen neuen aber wie die ganzen NPCs hier aber auf der Straße rumcruisen. Auch geil. Ja, die haben gar kein Leben mehr. Aber ja, den ersten Sprung habe ich leider auch nicht geschafft. Wurde jetzt auch hochgesippt. Oh. Meine Karte sieht schon so verbeult aus. Ach, wo verbeult? Wir sollen auch... Ah, oh nein, wenn du da aufs Dach musst! Ja, was? Wir sollen eigentlich auch so ein bisschen einstellen, dass wir einen Motorschaden so bekommen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, ich glaube auch, Muchachos, that's not so smart. Aber es gibt doch schon richtig geile Sachen hier zum Verbauen. Also, das ist doch... Also, allein die Bauteile sind doch schon grandios. Eigentlich schon ganz geil, ja. Ich find's richtig Hammer. Okay, hast du den nächsten Sprung geschafft? Einen habe ich noch geschafft dann wieder. Ich versuche mal ein bisschen... Was hat wieder einen dich? Ja. Ich glaube, ich warte mal eben auf dich. Ich bin jetzt auf dem Dach von dem Stadion hier. Weil das ist, glaube ich, ein... Irgendwas ist das. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Bumper oder so. Ich versuche da mal drauf zu fahren. Aha, nee. Ah, ja. Den habe ich auch nicht geschafft, den Sprung. Deswegen nochmal zurückgesappt. Aber ich bin auch neben diesem Bumper gefahren, deswegen... War ich mir nicht sicher, ob das... Ja, du kannst einfach zurückspulen, ne? Ich wurde dann teleportiert zum nächsten Checkpoint. Ach so. Okay, es ist kein Bumper. Was? Nur irgendwie so ein Zwischenlandeding oder wie? Ich habe keine Ahnung. Aber den habe ich nicht verstanden. Ja, jetzt bin ich auch weiter. Hier ist ein wunderschöner Kuna. Bei dem Sprung bin ich zu weit gesprungen. War mal nicht ganz so schnell. Okay. Ja, es könnte vielleicht gut gewesen sein. Ja! Nein, bist du kurz aufgetrumpft? Ich war zumindest kurz da, ne? Komm ich da irgendwie wieder hin? Kannst ja zurückspulen. Aber du kannst schon echt ganz geile Sachen bauen, aber... Das hier ist auch alles ein bisschen zu unschwuf gebaut. Insgesamt. So, ich fange an der Auffahrt von dem schwarzen Zeug wieder an. So, diesmal gebe ich ein bisschen Gas. Egal, los, Nico, los! Rechts! Los! Oh, ich bin drauf! Nein! Leute, hier sind Container! Wie? Ah! Rette dich, hier sind Container wie in GTA! Okay, kann ich mich hier irgendwie. Wieder so ein bisschen. Oh, lol. Okay, bin drauf! Jo, das ist ja wirklich wie in GTA. Wie geil ist das denn? Passen Sie auf! Fahren Sie langsam! Du wirst, by the way, sofort teleportiert, wenn du auf dem Rücken landest. Okay. Bin wieder nach oben. Oh ja, stimmt. Passen Sie auf! Fahren Sie langsam! Dann schaffen Sie es! Oh ja, das wackelt! Bei mir wackelt gar nichts. Oh, fuck, nein! Oh, ich war doch fast drüben, come on! Ah, wie geil ist das bitte hier? Es gefällt mir. Hey, jetzt respawn ich unten! Okay, da muss ich gucken. Ich kann nicht mehr zurückspulen. Okay, ich spule noch mal ein bisschen zurück, wo ich noch nicht festhänge. Nein! Okay, ich hoffe, er teleportet mich gleich wieder. Mal schauen, wenn ich ganz weit weg und woanders hinfahre. Nee, leider nicht. Habe ich auch schon getestet. Du musst nur unten langfahren. Du warst bei mir. Leider ist die Map hier broke, aber wir sehen, was möglich ist. Finde ich schon mal ein geiles Ding. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Maps. Und oh! Yeah. LOL! Digga, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt oben! Ja! Kommst du auch ins Ziel? Ich glaube, ich kann die Map Ice Cap beenden, ja. Nice! Geil! Dann zusammen mit mir. Samba die ganze Nacht. Da muss ich irgendwie noch drauf kommen. Easy. Ja. Also besser geht's doch gar nicht. Dann würde ich sagen, fahren wir die Map auf jeden Fall noch zu Ende. Nice, nice. Da komme ich doch niemals hoch, ey. Bruder. Die Sprünge sind auf jeden Fall ziemlich kaputt. Also ich weiß auch nicht genau, welche Karre man braucht. Vielleicht das noch dazu schreiben, damit man damit irgendwie rechnen kann. Aber das funktioniert hier auch, ja. Okay, geil. Dann kommen wir doch noch ans Ziel. Ich bin gefangen im Nimbus. Und damit
Damit haben wir die allererste. Yo! Da ist einfach ein T-Rex auf der Straße. Die allererste T-Rex Muchacho War Map beendet. Oh, das sieht geil aus, würde ich sagen. Gefällt mir. Kann ich den unboxen? Lassen den mal am Leben. Also, Dankeschön auf jeden Fall für diese krasse Auswahl an Maps. Wir werden ordentlich was zu tun haben. Bra! Alter, alles anzocken. Also, da will ich noch hochkommen, Deko. Eine Sache will ich noch mal testen. Aber ich glaube, man braucht wirklich einfach die passenden Autos für diese Maps. Das funktioniert sonst nicht. Vielleicht müssen die Map-Awarders dazu schreiben. Genau. Mit welchen Karren sie sich das gedacht haben. Dann noch einmal Full Speed. Speed, 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 Speed und... Ja! Ja, bin drauf, Digga! Tanze Samba mit mir. Oh, wir sind im Ziel! Hubschrauber Einsatz. Okay, Marvin hat es geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Marvin hat den ersten Wallride beendet. Ich bin im Limbus gefangen. Somit hat jetzt die erste Custom-Map hat ich beendet, die zweite hat Marvin beendet. Perfekt. Ausgeglichen, würde ich sagen. Ja. Also, Daumen nach oben zwirbeln. Ich bin gespannt, was noch folgt. Und wie gesagt, so ein paar Lenkrad-Challenges können wir auf jeden Fall auch noch einbauen. Das kriegen wir alles hin. Ihr könnt auch normale Maps bauen, ein bisschen fancier. Schreibt gerne dazu, was es ist, dann wissen wir Bescheid. Ansonsten gerne unter dem Namen Loser oder natürlich auch die Nummer, ja, in die Kommentare brezeln zu der Map, dann werde ich speziell danach suchen. Dankeschön für euren Support. Bis dann. Reingehauen. Ciao, ciao.